Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Catventure Time und der dritten Ausgabe von Cat Quest. Wir machen jetzt hier mal flugs weiter, denn wir haben noch jede Menge Biester zu besiegen, jede Menge Drachen zu töten und natürlich jede Menge Stufen aufzusteigen. Ich finde es, by the way, sehr interessant, dass hier überall immer mal wieder Geld spawnt. Ich glaube, das könnte jetzt auch daran liegen, dass ich das Spiel einmal neu gestartet habe. Und dieser Respawn deswegen kommt. Und auch in den Büschen findet man ja hin und wieder nochmal irgendwas. Ich hätte gerne so eine Rollattacke, wo wir gerade dabei sind. Ich habe jede Menge Gold. Wir könnten eigentlich hier mal unser Flammenschnurren etwas aufpowern. Gold macht alles stärker. Ja, ich kann schon verstehen, warum Flammenschnurren, also warum ich eher Flammenschnurren nehmen will. Das ist einfach eine super gute Fähigkeit, weil es in einem größeren Rahmen Schaden macht. Ich glaube, das gefällt mir eher besser. Denn im Eifer des Gefechts ist vielleicht meine Positionierung nicht so geil. Und dann mache ich eben diesen Blitzangriff falsch. Die Geister, die ich rief. Wir haben einen Weg gefunden, um den Fluch vom König aufzuheben. Echt? Haben wir das? Hoffentlich klappt das. Werden wir ja gleich sehen. Habt ihr im Magerkätzchen schon eine Lösung gefunden? Ja, der Fluch besteht durch Geisterkugeln. Wenn wir also diese Kugeln zerstören, dann verliert der Fluch seine Macht. Klingt nach einem guten Plan. Wir kümmern uns drum. Ja, muss ich erstmal gucken, wo ich da hin muss. Ah, okay. Ziemlich weit nach oben. Ich wünsche mir echt so eine Art Mount hier. Denn es dauert mittlerweile ziemlich lange, um von A nach B zu kommen. Aber auf was für eine Art Tier soll denn eine Katze reiten? Ich meine, es kann auch sein, dass wir nachher irgendwie so eine Schnellreisefunktion kriegen. Ich hoffe es zumindest. So, da ist wieder so ein verlassener... Bei uns, wir sollten in der Nähe der ersten Kugel sein. Oh, erscheint die Kugel etwa? Ja. Warum ist sie auf einem Monster drauf? Uah. Uah. Wahrscheinlich kriege ich diesen Zauber auch noch. Und weg. Die Kugel zerbricht und verschwindet. Oh, sehr viele Erfahrungspunkte. Miau, eine weitere Kugel ist übrig. Habe ich das gerade falsch vorgelesen oder? Naja, egal. Ach, hier ist so ein cooler, so ein richtig cooles, was ist das? Miau, das ist ein echt hoher Berg. Hey, das müssen wir uns näher anschauen, um zu sehen, wie er aussieht. Ja, wie eine Katze halt, ne? Oh. Die kennen wir ja. Aber mittlerweile komme ich auch mit solchen Gegnern ganz gut klar. Und hier ist echt noch viel. Und da ist auch, guck mal, da ist auch eine neue Schmiede. Fellhöhle? Die nächste Kugel ist in der Höhle. Hör zu, um die Kugel zu zerbrechen, müssen wir alles im Inneren räumen. Level 15? Are you shitting me? Naja, wir können es ja probieren. Ist jetzt so komisch, dass uns das angezeigt wurde als Level 12 Quest. Den kommen wir bisher klar. Jetzt haben wir noch die. Sehr gut. Oh, der macht das fast gleichzeitig hier. Oh, wir steigen gleich eine Stufe auf. Sehr gut, der ist auch weg. Level 13. 7 Leben. Kriegen wir jetzt pro Stufe dazu. Ich frage mich, ob das dann bei unserem Attacken- und Magiepunktewert später auch noch steigt. Die bewegen sich sehr schnell und sehr... Oh. So, dass man es manchmal nicht gut vorhersagen kann. Sehr gut. Weg mit dem Eulen. Jetzt nur noch die vier hier. Und du fühlst, wie eine Kugel zerbricht und verschwindet. Wir haben sie zerstört, aber etwas scheint nicht zu stimmen. Lass uns nach draußen gehen und schauen, ob sich etwas verändert hat.
bin gespannt. Aber zuvor müssen wir diese Höhle erstmal looten. Wir bekommen eine Knappenrüstung, Level 5, die Rüstungswert sowie auch Magiepunkte gibt. Auch nicht schlecht. Aber ich denke, ich bleibe erstmal bei meinem Helm, den ich jetzt habe, der ist doch besser, oder? Wobei, ach Quatsch, das ist ja eine Rüstung. Die Ritterrüstung haben wir gerade an. Wobei, die ist eigentlich gar nicht schlecht, die Knappenrüstung. Viel mehr Magiepunkte. Na gut, dann bleiben wir erstmal dabei. So wie wir es gerade haben. Oh. Oberster Magier, ist der Zauber nicht gebrochen? Ich denke, die letzte Geisterkugel befindet sich im Inneren des Königs. Was? Wir können den König doch nicht zerstören. Ich muss die Kugel herausziehen und verbannen. Sobald ich bereit bin, retten wir den König gemeinsam. Level 14. Jetzt sind es mittlerweile schon 8 Punkte. 8 Lebenspunkte. Okay. Was haben wir eigentlich hier? Die Katzenminzekur. Es ist nicht seltsam, dass diese Stadt vollkommen leer ist und trotzdem gibt es eine Questtafel? Mounds, bitte! Meine Schwester ist so krank. Wird uns jemand helfen? Nun gut, schauen wir mal, was diese Bauern brauchen. Sie brauchen Minze. Oh, Katzabenteurer, seid ihr wegen der Quest hier? Mounds, bitte, meine Zwillingsschwester ist so krank. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Bauer, hab keine Angst, deine Retter sind hier. Katzenminze, bitte finde Katzenminzekraut. Es kann alles heilen, das weiß ich. Es wächst etwas in der Nähe der Berge östlich von hier. Bitte beeilt euch. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr noch bleibt. Östlich von hier. Das ist weit weg. Aber gut. Natürlich helfen wir dir. Ordentliche Erfahrungspunkte hier. 38. 38 Lebenspunkte verliert man hier schon. Das ist ja Wahnsinn. Und da haben wir wieder diese starken Büffel da oben. Gegen die habe ich ja schon mal ziemlich alt ausgesehen. Da sollte man also etwas vorsichtiger sein. Es sind überall diese Türme. Kit-Cats. Kaufen wir mal was. Wie kann sie überall zur gleichen Zeit sein? Das ist gruselig. Okay, der Zauberhut. Geheimnisvoller Hut. Der ist aber nicht gut. Also, denke ich jetzt zumindest erstmal. Macht keinen guten Eindruck erstmal. Was haben wir hier? Einen Kettenhelm. Vielleicht können wir den auch aufrüsten. Mal gucken, was wir jetzt hier finden. Oh! Sehr gut. Wow. Na, manchmal muss man nur das Richtige bekommen hier. Miau, du bist das Drachenblut, nicht? Wusstest du, dass die beste Beute in den Höhlen und Dungeons gefunden werden kann, Mounds? Ja. Eigentlich schon. Ich meine, das war recht offensichtlich. Das ist jetzt nicht irgendwie ein außergewöhnliches Geheimnis. So, der ist auch schon mal tot. Da sind noch mehr Drachen. Was ist das hier? Epsilon-Ruinen. Level 40. Are you for real? Ich gerade noch so ganz gut klein. Autsch. Sehr gut. Da oben. Delta-Ruin, Level 25, Alter. Das sind aber hochstufige. Hochstufige Gebiete hier. Da habe ich ein bisschen Gold gefunden. Was ist das hier? Versteckte Höhle. Level 99! Ich hoffe, das ist das Maximum. Hm, das müsste der Ort sein. Doch wo ist die Katzenminze? Oh nein, wappne dich. Hinterhalt. Oh, Scheiße. Als wenn die so einen Hinterhalt planen könnten. Oh nein, die Monster sind auf der ganzen Katzenminze herumgetrampelt. Lass uns schnell wieder zurückgehen. Vielleicht fällt uns ein anderer Plan ein. Ja, super. Das hat echt vortrefflich funktioniert.
In der Fellhöhle waren wir schon. Haltet euch von den Zwillingsstädten fern. Das ist eure letzte Warnung. Was in aller Welt? Hä? Die Tür öffnet sich krächzend und zeigt ein vor langer Zeit verlassenes Haus. Was? Wo sind die Bauern? Wir können uns das doch nicht einfach eingebildet haben, oder? Falls wir Zeit haben, können wir uns die Stadt auf der anderen Seite ansehen. Auf der anderen Seite? Ach, wegen Zwillingsstadt oder was? Das ist schon ein wenig verwirrend. Es gibt hier allerdings keine weitere Quest. Überflutete Höhle. Wir gehen jetzt mal hier gucken. Level 15. Beta-Ruine Level 15. Mittlerweile können wir da sogar was erreichen. Was haben wir hier? Verdacht im Osten. Jemand schleicht hier verdächtig herum. Hilf mir, ihn zu finden. Guten Tag, das ist meine Bitte. Ich bin Köchin Schnurrhaar. Wie ihr seht, bin ich gerade mit der Kreation meines neuesten Gerichts beschäftigt. Der Fischkatzerolle. Ja, das zieht die Massen wirklich an. Oi, aber ich habe jemanden herumschleichen gesehen. Er will zweifelsohne mein Rezept stehlen. Wir mögen stehende Katzen. Ihr nicht. Keine Angst, wir scheuchen ihn weg, damit du beruhigt bist. Oh Mann. Okay, machen wir erstmal das hier. Haben wir genug Geld? Ja. Wir können den upgraden hier. Willst du das zahlen? Ja. Den will ich auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, wie hoch man die Zauber aufleveln kann. Aber wahrscheinlich eine ganze Menge. 43 und 31 ist das andere. Wobei man da natürlich den Schaden noch hinzurechnen muss, der durch den Dot kommt. Verstecken wir uns und beobachten wir von hier aus. Da. Das Kätzchen dort steht nur so rum, befragen wir ihn. Hey du, verdächtiger Bauer, was machst du hier? Ich bin verdächtig. Verdächtig sein. Er ist weggesprungen, aber er hat eine Spur hinterlassen hinterher. Ach, du konntest ihn also nicht beobachten? Schade. Er ist in den Dungeon gerannt. Achte darauf, dass wir kein Monster in die. Dass dir kein Monster in die Quere kommt. Vernichte sie alle. Joa. Na gut. Oh. Mittlerweile 2 Erfahrungspunkte. Bei diesen Sachen, die wir einsammeln können, das war ja sonst immer nur einer. Nicht genug Mana. So, die sind auch weg. Perfekt. Was haben wir denn hier Schönes drin? Etwas, was mir helfen kann. Ja, die haben wir auch noch nicht. Fällige Panzerkeule. So, jetzt erstmal. Oh, kein Mana. Why you hit so hard? Au. Die Angriffe sind echt nicht ohne. Und beide weg. Perfekt. So, jetzt haben wir hier so eine Supertruhe. Dem Zauber ist natürlich gut, dass wir die Gegner von viel weiter weg treffen können. Geräumt. Um Katzenwillen, er muss sich herausgeschlichen haben. Wann das denn? Ah, gut. Gut, dass sowas immer 2 Eingänge hat. Hier brauchen wir auch wieder einen Schlüssel. Ich will wissen, wo ich diese blöden Schlüssel herkriege. Kriegen wir wahrscheinlich erst viel später im Spiel oder so. Oh, eine andere Spur. Lass uns gehen. Suchen wir ihn. Wir werden ihn finden. Irgendwo wird er sein. Wo führt denn das hin? Aha.
Ich sehe, dass er um den See gegangen ist. Zoom heraus, wenn du es sehen willst. Wir können ihn verfolgen oder ihm den Weg abschneiden. Schneiden ihm den Weg ab. Ich sehe ihn vor mir. Los, los. Stopp, wenn du auch nur eine Foto rührst, greifen wir an. Miau, bitte tu mir nicht weh. Sir Drachenblut, ich erkläre. Ich bin Kopfeltatzis aus Westtatz. Schnurhaar ist meine Schwester. Wir haben eine freundliche kulinarische Rivalität, doch etwas stimmt nicht. Weißt du, was ich meine, Miau? Seit kurzer Zeit verhält sie sich, als ob sie mich nicht kennt. Deshalb müsst ihr mir helfen. Sie ist meine Schwester. Du machst dir wirklich Sorgen um sie. Gut, wir helfen dir. Merci, kommt nach Westtatz, wenn ihr könnt. Ihr, nehmt dies. Ich möchte euch meine Dankbarkeit zeigen. Oh. Am besten erzählen wir Schnurhaar nichts davon. Sieht so aus, als ob unser nächster Stopp Westtatz ist. Level 16. Wow. Irgendwie geht das doch ziemlich schnell. Der Geselle der Schmieden. Oh, da ganz unten haben wir auch wieder eine Quest. Wir müssen das alles machen. Wir müssen uns das alles angucken. Ohne geht nicht. So, was haben wir hier jetzt? Freiheit für alle Fälle. Level 10. Der Magier ist wieder auf mich zugekommen. Beeil dich, meine Mutter wartet. Was könnte es damit auf sich haben? Das ist das letzte Mal. Versprochen. Ihr müsst den Ort räumen, den ich markiert habe. Wenigstens drückst du dich diesmal klar aus. Den Ort, den du markiert hast. Den haben wir schon mal geräumt. Aber okay. Kein Problem. Sieht so aus, als ob das der Platz sei. Bereit, Katzenkollege? Oh Gott. Schon? Easy. Aua. So. Wirklich nur noch zwei Stück? Ja, sieht so aus. Es holt. Ich weiß gar nicht, ob es sich überhaupt noch irgendwie lohnt, diesen einen Erfahrungspunkt immer aufzusammeln. Mittlerweile brauchen wir zu viel. Wie ein Fischstäbchen, was ist los? Wir müssen jetzt hier raus. Wie ein Fischstäbchen. What the fuck? Wie ein Fischstäbchen? Ein unterbrochener Kreis? Warte. Wohin führt dieser Pfad? Joa, wer hat ihn da hingemalt vor allem? Da ist dieser Kreis wieder. Oh mein Gott. Was tut der nur? Hä? Führt der jetzt zum König oder was? Nee, doch nicht. Warte mal eine Minute, das ist der Helm von früher. Er ist weggegangen. Ist er in den Helm gegangen? Etwas passiert gerade. Ich bin frei. Warte, das ist... Er ist weg. Wir müssen den grummelnden Bauern finden. Jetzt. Bauer, erklär uns das. Wir haben den Zauber gebrochen, doch etwas Mächtiges ist entkommen. Hä, kenne ich dich? Du hast einen Zauber gebrochen? Ja, du hast uns gesagt, dass wir das tun sollen. Oh, miau, ich hatte in letzter Zeit ein paar Gedächtnisaufsätze. Oh nein. Und ich höre immer zu diese grollende Stimme in meinem Kopf. Meinst du gerade, wir hätten die ganze Zeit über nicht mit dir gesprochen? Bei meinen Schnurhaaren, was habe ich getan? Wenn es wieder zu mir spricht, hänge ich eine Benachrichtigung aus. Auf jeden Fall. Das klingt total nachvollziehbar. Okay. Der leise Schnurrer. Ich glaube, ich weiß, was freigesetzt wurde und wo es ist. Er hat mit mir gesprochen und mir einen Namen genannt. Er sagte Drakot. Oh. Er wartet bei den Pussy-Ebenen auf euch. Los, Katzkollege, bringen wir es zu Ende. Bei den Pussy-Ebenen. Das ist einfach... Das können die doch nicht ernst meinen. Das können die einfach nicht ernst meinen bei den Pussy-Ebenen. Oh Gott.
Oh, da oben ist er. Da ist er, dieser Geist. Irgendwie scheint er mir eher ein Drache zu sein. Wirst du derjenige sein, der mein Leiden beendet? Miau, wovon sprichst? Oh, fuck. Es ist dort. Hä? Drakul hält mich hier gefangen. Ich war zu schwach, um vom Nutzen zu sein. Vielen Dank, jetzt kann ich in Frieden ruhen. Schädelhelm. Drakot, hä? Ja. Hey Leute, ich bin hier. Ich habe mir so große Sorgen gemacht, ich bin vollkommen glücklich, dass alles in Ordnung gekommen ist. Es war ein gefangener Drachengeist. Weißt du hast eine Schwäche für Drachen, ein Drachenschnurflüsterer, schnurtastisch. Miau, besser nicht. Hier ist etwas Gold für die ganze Aufregung. Level 17. Ja, das war schon etwas aufregend, aber wir haben es ja geschafft. Was haben wir jetzt hier noch für eine Quest? Fleisch, 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 noch mehr. Mehr Fleisch, Fleisch. Wir haben sonnengedörrtes Fleisch gefressen. Jetzt brauchen wir Fleisch aus der Dunkelheit. Fleisch aus den Höhlen. Hol uns welches Fleisch, 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 Fleisch. Wenn nicht, fressen wir dich, fressen wir dich, fressen wir dich, fressen wir dich. Jetzt haben sie wohl vollkommen den Pfotstand verloren. Wir brauchen das Fleisch jetzt. Oh Gott. Und wo soll ich das herholen? Ist der Höhle hier? Das ist eine Höhle. Beidseitigen wir alle Monster. Wir brauchen das ganze Fleisch. Manchmal weiß ich nicht, ob das Spiel es ernst meint oder das ein Fehler ist. Aber okay. Wir wollen mal gucken, ob wir den Schädelhelm nehmen. Na, der ist halt mehr auf Magie ausgerichtet dann, ne? Ich glaube, ich bleibe erstmal bei dem, was ich habe. Aber es ist schön, dass man andere Optionen hat. Das macht nichts. Das kann ich ab. Wenn man überlegt, was ich vor ein paar Leveln noch für Probleme mit denen hatte. Das sollte ausreichen. Machen wir uns auf den Weg. Willst du gefressen werden? Nein, auf keinen Fall. Sehe ich so aus? Wo ist eigentlich Vestaz? Wisst ihr auch nicht, ne? Ihr Fellknäuel, habt euch vermehrt. Fleisch, gib uns, nimm Belohnung. Ritterschwert Level 11, oh. Spiri hat so Angst, ey. Miau, hier drüben. Ich bin Red, die einzige Stadtkatze, die noch bei Verstand ist. Hört auf, ihnen Fleisch zu geben. Doch sonst fressen sie meinen Katzenkollege. Wir müssen sie dazu bringen, wieder normal zu werden. Es fing alles mit diesem Händler an. Wenn das mein Katzenkollege das Fell rettet, dann machen wir es. Ich lasse mir was einfallen. Schaut wieder auf der Tafel nach. Erstaunlich, wie schnell das immer geht. Jetzt müssen wir erstmal nach dieser Waffe gucken. Oh, die ist viel stärker. Dann nehmen wir jetzt das Schwert wieder. Das Fleischentsorgungsteam. Ich habe eine Idee. Selber Ort wie beim letzten Mal. Liebe Grüße, Red. Miau, es ist mir gelungen, das ganze seltsame Fleisch zu krallen, ohne es, dass es jemand bemerkt hat. Und wenn wir es wegwerfen, werden die Stadtkatzen das Fleisch nicht mehr fressen? Genau, ich bin aber ziemlich träge. Könntet ihr es wegwerfen? Ladet es irgendwo in den Büschen ab. Ja, da werden sie es bestimmt nicht finden. Katzen sind ja nicht dafür bekannt, dass sie einen guten Geruchssinn haben. Du lädst das Fleisch im Busch ab. Perfekt, aber lass uns diesmal einen Ort auswählen, der so weit wie möglich entfernt ist. Ich wollte gerade sagen, das ist quasi in der Nachbarschaft. Ich glaube nicht, dass das da lange
Du lädst das Fleisch im Busch ab. Gute Wahl, Katzkollege. Lass uns zurück zu Red. Blabber. Oh, fuck, diesen Star. Sehr stark. Es ist zu ruhig. Wo ist Red? Fleischgroll! Oh, shit. Ist das Monster aus dem Haus da gekommen? Ja. Das aus einem anderen Haus. Wow. Hilfe. Was geht hier vor? Oh, da ist Red. Oh, ihr habt es geschafft. Red, was ist los? Warum waren diese Monster in der Stadt? Ich habe gesehen, wie es passierte. Die Stadtkatzen verwandelten sich in Monster. Was? Das muss an Händler und seinem Fleisch liegen, Mahons. Lass mir etwas einfallen. Schau später auf der Questtafel nach. Ritterhelm Level 13. Und Level 18. Und endlich steigt unser Angriffswert und unser Magiewert auch immer um 2. Der Fleischverkäufer. Ich kann nicht glauben, dass das tatsächlich eine Quest ist, die so heißt. Der Fleischverkäufer. So, das, da sind wir auch noch nicht so weit. Da unten gibt's nichts mehr. Okay, das haben wir also komplett abgeschlossen. Das ist gut. Aber wie sieht's denn hier beispielsweise aus? Der König der Löwen. Auch 20. Wir haben aber natürlich noch sehr, sehr viele weitere Siedlungen, wo wir Sachen machen können. Und ich würde sagen, wir gehen das mal an. Wow. Mal sehen, wie viel Schaden wir am Ende machen. Bin sehr, sehr gespannt. So, wir gehen jetzt erstmal wieder in die Pussy-Ebene. Oh Gott. Bin so leicht zufriedenzustellen und zu belustigen, ist es unglaublich. Bär Miau da Dreieck. Bär Miau da Dreieck. Alles klar. Das Bär Miau da Dreieck. Ich glaub's nicht. Oh. Oh. Heilung. Berühre dich selbst mit einer heilenden Tatze und deine Wunden verschwinden auf magische Weise. Wissen heilende Tatze gegen 50 Gold. Jo. Cool. Plus 15 Leben, das ist wenig. Gold macht alles stärker. Willst du es heilende Tatze gegen 350 verbessern? Jo. Das wird aber schon teuer, glaube ich, langsam. Das können wir auch noch einmal upgraden. Level 5. So, wie sieht's jetzt aus? 35 kriegen wir zurück und 39 Schaden und 50 Schaden. Sehr gut. Aber kriegen wir ja auch eine anständige Quest. Der seltsame Talisman. Du nimmst einen seltsamen Talisman von der Übersicht. Bauern, was ist das für ein seltsamer Aufhänger oder Anhänger? Sie ignorieren uns. Sind sie alle verzaubert? Hallo? Zeig mal den Talisman. Spiri fliegt neugierig um den Talisman herum. Ich kann eine magische Spur sehen. Sie sollte uns zu dem führen, der das getan hat. Er ist aber weit weg. Oh Mann, der ist echt weit weg. Wir kommen der Sache aber näher. Hier oben. Da ist ein Zeichen auf dem Boden. Es sieht genauso aus wie das auf dem Talisman. Die magische Spur endet an diesem Zeichen. Warte eine Minute, ich höre Monster! Mies! Zeig mal das Zeichen nochmal. Oh, Götterkatzen, wo kommst du her? Talisman muss haben, Talisman. Sie ist echt freakig. Pass auf, Katzkollege. Wow. Gib mir Talisman. Sie will den Talisman, den wir aus der Stadt mitgenommen haben. You don't say.
Gib ihn ihr nicht. Wirf ihn ins Wasser. Miau, was war das denn für ein verrücktes Symbol? Wie seid ihr beiden hier erschienen? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Oh Götterkatzen, ich brauche meine Pause. Ich glaube, jeder, der das Symbol sieht, wird dem Talisman folgen. Jemand lockt Kätzchen in diese unheimliche Stadt. Wir müssen herausfinden, wer dahinter steckt. Schauen wir uns die Stadt nächstes Mal genau an. Quest abgeschlossen. Wunderbarlich. Haben wir hier noch eine Quest? Nee, hier war auch alles erledigt. Da oben haben wir noch diesen fetten Drachen für die Hauptquest. Aber irgendwie finde ich gerade die Nebenaufgaben viel interessanter. Und wir sind ja immerhin schon Stufe 18. Mal sehen, was wir in der Stadt jetzt für eine weitere Quest machen können. Die Flucht. Hier ist eine Mitteilung. Hilf mir denn niemand. Hilf mir denn niemand. Ich bin im ersten Haus. Sprich durch die Tür. Wir sollten uns beeilen. Ich will mich nicht wieder selbst verlieren. Nenn mich Miorgen. Miorgen. Was meinst du mit dich selbst verlieren? Ich wachte auf. Ich weiß nicht, wie ich hergekommen bin und versuchte wegzugehen. Doch da ist eine Barriere, die mich hier hält. Könnt ihr mir helfen, sie zu zerstören? Keine Angst. Wir holen dich raus. Lass uns erstmal weitergehen, um einen besseren Eindruck zu bekommen. In diese Richtung kann ich nichts Seltsames spüren. Miau, meine Schnurhaare prickeln. Das ist die richtige Richtung. Okay. Noch etwas weiter hoch. Zu weit links. Können wir mal das hier angucken. Ein Monument. Schau, da ist eine Inschrift drauf. Die alten Meister und die Drachen kämpften viele Jahre lang. Bald wurde dies der Drachenkrieg genannt. Fast da. Es kommt aus dieser Höhle. Ich bin mir nicht sicher, wie der Zauber gebrochen werden kann, aber alles im Inneren zu besiegen ist ein guter Anfang. Ja, das hat ja bisher auch immer geklappt. Okay. Oh. Oh. Ah ja, diesen Zauber werden wir auch noch kriegen. Der etwas anders funktioniert als der Blitzzauber von oben und unten aus gesehen. Sehr gut. Das war knapp. Das war auch knapp. Was gibt es als Belohnung? Die Knappenrüstung, die stärker wird. Die haben wir ja auch schon an. Oh, das friert ein. Das ist nicht so gut. Was haben wir hier drin? Eine Kettenklinge. Auch nicht schlecht. Wir können einmal Heilung sprechen. Ach, wir haben keinen Mana. Wird zu wenig Mana. Du gräbst einen Talisman aus. Oh Götterkatzen, etwas passiert gerade. Der Talisman verschwindet. Die Magie ist weg. Lass uns zurückgehen und schauen, ob es funktioniert hat. Naja, es müsste ja wohl funktioniert haben. Was denn sonst? Haben wir das Ding noch nicht erledigt jetzt? Achso, das kann man nicht sehen, weil wir noch in der Quest sind. Der Schild ist weg. Ich bin frei. Flauschig, fällig, frei. Warte. Welche Flauschpfote hat das getan? Und was ist mit den anderen Bauern? Gar keine Ahnung. Vielleicht sollten wir nochmal bei den Benachrichtigungen nachschauen. Obi, ich habe das im Haus gefunden. Du kannst es haben. Das Magiergewand. Auf Wiedersehen. Miau, 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 miau. Nee, muhaha. Klang fast so, als wenn er selbst dafür verantwortlich wäre. Bob. Was wäre denn der nächste Quest? Ah ja, das Opfer. Wir haben jetzt viele Sachen für Level 20. Ja, aber damit endet jetzt die erste Woche von Cat Quest. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir sehr, sehr viel. Ich finde, das ist für zwischendurch echt mal genau das Richtige, was wir auf diesem Kanal brauchen könnten. So ein Light-Rollenspiel, wenn man will. Er ist genau das Richtige. Macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, gehen oder bleiben hier bei Adventure, Catventure Time.
Ihr dürft entscheiden hier bei Catventure Time. Ich komme jetzt schon total durcheinander, meine Güte. Votet, kommentiert und schaut euch die Videos an, wenn ihr wollt, dass CatQuest in die zweite Woche kommt. Und bitte tut es auch. Wir wollen nicht wieder so eine Sache wie bei Islanders oder Redeemer, wo dann auf einmal nicht mal mehr Kommentare oder sowas geschrieben wurden. Deswegen, also wirklich, zeigt eure Unterstützung für die Adventure Time Projekte. Dann kommen sie auch weiter. Und dann, ja, sehen wir weitere Folgen dieses wunderbaren Spiels. I Want You for an Catventure.